erwarten von Herrn Dr. Albrecht, dass er mit einer großen Anzahl solcher Dannenberger diese Forderungen am 31.03.79 in Hannover erörtert. Wir fordern keine Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben und auch nicht anderswo. Die Bevölkerung des Landkreises Lüchow-Dannenberg. Der große Häuptling in Washington lässt uns wissen, dass er unser Land kaufen will. Er sagt uns dazu Worte der Freundschaft und des guten Willens. Dies ist sehr freundlich von ihm, da wir wissen, dass er kaum auf unsere Freundschaft angewiesen ist. Wir werden uns aber euer Angebot überlegen, da wir wissen, dass wenn wir es nicht tun, der weiße Mann vielleicht kommen mag, um uns unser Land mit Hilfe von Gewehren wegzunehmen. Was Häuptling Cecil sagt, kann der große Häuptling in Washington mit der gleichen Sicherheit als wahrnehmen, mit der unsere weißen Brüder mit der Wiederkehr der Jahreszeiten rechnen können. Meine Worte sind wie die Sterne, sie gehen nicht unter. Wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen, wie die Wärme des Landes? Diese Idee scheint uns sehr merkwürdig. Wir besitzen auch die Frische der Luft und das Glitzern des Wassers nicht. Wie könnt ihr sie da von uns kaufen? Jedes Stück dieses Bodens ist meinem Volke heilig. Jede schimmernde Kiefernnadel, jedes sandige Ufer, der zarte Dunst der Dunkelheit der Wälder, jede Lichtung und jedes summende Insekt ist der Erinnerung und dem Erleben meines Volkes heilig. Wir wissen, dass der weiße Mann unsere Art und Weise nicht versteht. Das Schicksal seines Landes ist ihm so egal wie das eines anderen, da er in der Nacht kommt und vom Lande nimmt, was immer er braucht. Die Erde ist nicht sein Bruder, sondern sein Feind. Wenn er den Grund erobert hat, zieht er weiter. Er lässt die Gräber seiner Väter zurück und zerstört rücksichtslos den Boden für seine Kinder. Sein Appetit wird die Erde verschlingen und nur eine Wüste zurücklassen. Der Anblick eurer Städte schmerzt die Augen der Rothäute. Aber vielleicht nur deshalb, weil der rote Mann nur ein Wilder ist und nicht versteht. Aus dem Brief des Indianerhäuptlings Cecil an den Präsidenten der USA aus dem Jahre 1855.
kommt friedlich, bringt Blumen mit. Resolution zum Teig nach Hannover. Motto, Herr Albrecht, willkommen. In den letzten Monaten sind bei uns im Landkreis Lüchow-Dannenberg entscheidende Veränderungen vor sich gegangen. Waren wir bisher ein friedlich vertrauter Landkreis, so steht vor uns eine Zukunft geprägt durch immer mehr Polizei, immer mehr Bundesgrenzschutz, immer mehr Überwachung der Bevölkerung, immer mehr Absperrungen, immer mehr Einschüchterung und Verängstigung der Bevölkerung, immer mehr Lärm und Zerstörung unserer alten Strukturen. All das wollen wir nicht. Wir wollen unseren Landkreis erhalten. Die Pläne für die Atomfabrik bedeuten Vertreibung aus unserer Heimat. Und weil wir uns nicht aus unserer Heimat vertreiben lassen, werden wir unseren Protest in einem Trek nach Hannover zum Ausdruck bringen. Und da Herr Albrecht nicht zu uns gekommen ist und uns nicht informiert hat, rufen wir ihm jetzt zu. Herr Albrecht, willkommen. Standort bis nach Hannover zu Fuß gehen, begleitet von Schleppern, Pferdewagen, Leiterwagen. Wir nehmen unsere Verpflegung mit und wir werden allen deutlich machen, dass die Bevölkerung gegen die Atomanlagen ist. Herr Dr. Albrecht hat ja betont, dass er gegen den Willen der Bevölkerung die Anlagen nicht bauen wird. Diesen Trek, der wohl im März stattfinden wird, führen wir zusammen mit der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg durch. Bis zur Kreisgrenze wollen wir nur mit Einwohnern unseres Landkreises marschieren. Ab Kreisgrenze fordern wir alle Atomgegner auf, mit uns gemeinsam zu gehen oder aber einen eigenen Trek zu machen und sich mit uns in Hannover zu treffen. Um unsere Friedlichkeit deutlich zu machen, bitten wir schon jetzt alle Atomkraftgegner, uns in Hannover mit Blumen zu empfangen. Hannover soll ein Blumenmeer sein. Die Blume als Symbol für das Leben. Denn wir wollen das Leben erhalten, hier im Landkreis und auch anderswo. Darum, Herr Albrecht, willkommen. Gato, Gorleben, 7.2.79.
junge Handwerksmeister, der hier geboren und aufgewachsen ist und sich eine Existenz aufgebaut hat, als einer, der seine Heimat liebt und bereit ist, dafür zu kämpfen, möchte ich mich bei euch bedanken, die ihr mit einem so überwältigenden Aufgebot gekommen seid, um uns im gewaltlosen Kampf, um unsere Heimat und unsere Existenz zu unterstützen. Ihr wollt auch dazu helfen, dass mein Heimatdorf nicht ausgelöscht wird. Wir wollen gemeinsam unsere Angst um die Zukunft unserer Heimat und der ganzen Erde deutlich machen. Wir lassen uns von anderen weder bestechen noch verkaufen. Albrecht, wir kommen, friedlich, aber entschlossen. Gemacht werden, sind irreversibel, sind nicht wieder gut zu machen. Diejenigen, die heute diese Technologie weiter vortreiben, obwohl man so und so viele Fragen noch nicht gelöst hat, obwohl man noch nicht weiß, ob die Werkstoffe, mit denen man hier arbeitet, wirklich haltbar genug sind, ob die Technik, mit der man hier umgeht, wirklich versagerfrei ist und vor allen Dingen, ob die Möglichkeit, die Abfälle endgültig zu beseitigen, gangbar ist, machbar ist. Diese Menschen, die ihren sogenannten Fortschritt auf lauter Hoffnungen, auf lauter Annahmen, auf lauter Vermutungen basieren, die sind so leichtsinnig, die sind so unverantwortlich, dass man ihnen Folgendes sagen muss. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Ihr vergeht euch nicht nur an uns, ihr vergeht euch auch an unseren Kindern, unseren Enkeln, an unseren Nachkommen. Was hat er da? Das ist Am Anfang sollten wir durch die Stadt, wenn es geht, die Fahrräder schieben. Müssen wir versuchen. Und dahinter, also Fußgängerfahrräder, und dahinter kommen dann die Trecker. Der erste Trecker, der fährt mit Elke Albrecht, hat die Nummer 1 drauf. Und dahinter reihen sich dann alle übrigen ein. Alle Fußkranken unterwegs können sich dann auf einen Wagen setzen. Der erste Trecker hat einen Begleitwagen, einen Anhänger. Da können sie sich dann draufsetzen. Hinter dem Trecker, also hinter den Treckern, die da fahren, kommen dann die Privatautos. Weil das die schnellsten sind und die müssen dann am langsamsten fahren. Jawohl. Ja,
Fürsten nicht den weiten Weg. Wir haben uns die Zeit genommen, denn wir wissen, worum es geht. Nein, ich bin nicht vom KW. Wir sind gerade dagegen. Wieso denn? Das ist hier mein Grundstück. Solche Leute dulde ich hier nicht. Nee. Ich weiß genau, ihr seid für Atomenergie im Grunde. Ihr seid wirklich dafür. Das ist auch öffentlich, das ist schon erklärt worden. In Celle hat man es erklärt. Die Position gesagt, die dazu vertreten. Ja, so eine Wischiwaschi. Ihr könnt euch, ihr macht einen Tanz zwischen mehreren Stühlen. Und ihr seid nicht bereit, euch da endgültig auf einen draufzusetzen. Das ist doch eben der Trick. Ihr schafft es chamäleonartig, in unser Haut zu schlüpfen, um dann, wenn es soweit ist, uns eins mehr in den Deckel zu geben. Ihr gebt euch als Atomkraft gegen die Atomkraft. Ich finde das eine großartige Sache und ihr merkt, Hermannsburg ist hier stark beteiligt. Dass Hermannsburg so stark beteiligt ist, liegt daran, dass wir hier in der Tiefe einen wunderbaren Salzstock haben. Und dieser Salzstock ist im Jahre 76 mit einer Tiefbohrung bereits angekratzt worden. Zu dem Zeitpunkt waren wir hier noch nicht so weit, dass wir es hätten verhindern können. Heute sieht das ja für Gorleben schon ganz anders aus. Das ist zunächst einmal alles, was ich jetzt zur Begrüßung sagen wollte. Ihr könnt euch also in diesem im Übrigen sehr bürgerlichen Dorf durchaus wohlfühlen. Wir hoffen, dass ihr das auch tut in unseren Häusern, wenn wir nachher die Quartiere verteilt haben und es dann endlich was zu essen gibt. Albert aus Lichtenmoor möchte mal hinter den Wagen kommen. So, jetzt geht's weiter. Familie Butzgereit aus Wesen. Drei Leute. Dr. Müller, Volkshochschule. Ja, zwei Leute. Familie Henschel im Wulfhorn. Ja, drei Leute. Heiße Henschel. Familie Becker am Heidberg. Familie Becker, ja, zwei Leute. Hier ist das Mädchen, hier mit in dem karierten Mantel. Familie Schiebel am Küchenmoor. Ja, ein Mensch. Thank you.
Bäume inzwischen gepflanzt. Wir haben die Bevölkerung informiert und wir haben deutlich gemacht, dass wir mit allen Gruppen gemeinsam gegen das Atomprogramm der Bundesregierung Widerstand leisten werden. Dieser Widerstand, das haben wir immer betont, soll und wird friedlich sein. Was haben wir dafür für eine Antwort bekommen? Die Antwort war, wir haben für euch, Plüschow-Dannenberger, für euch AKW-Gegner 80 Zellen reserviert. Vor uns liegt das Gebäude.
Vorliebe, das verkauft. Sag auf, was hinkt, Vorwortdürfer, wie ganz gebraucht. Wir akkumulieren, wir akkumulieren Plutonium. Das Ausmaß des Kernreaktorunfalls im amerikanischen Harrisburg ist offenbar folgenschwerer als zunächst angenommen. Der Gouverneur des Staates Pennsylvania, in dem das Werk Three Mile Island liegt, empfahl am Abend, dass alle schwangeren Frauen und die noch nicht schulpflichtigen Kinder in einem Umkreis von 8 Kilometer aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. In Harrisburg und Umgebung herrscht offenbar Katastrophenstimmung. Trotz des Appells der Behörden, in den Häusern zu bleiben, haben inzwischen zahlreiche Einwohner das Gefahrengebiet verlassen. Immer neue Gruppen von Atomkraftgegnern aus der ganzen Bundesrepublik schlossen sich dem Demonstrationszug gegen das nukleare Entsorgungszentrum in Gorleben an. Aus Lüchow-Dannenberg fahren heute Nacht rund 100 Trecker nach Hannover. Und ich kann euch versichern, das gilt auch für meine Kollegen, wir wollen auch dort Bauern bleiben. Wir wollen auch weiter unseren Acker pflügen und unsere Kühe melken. Wir wollen Nahrungsmittel produzieren, die dann auch auf den Tischen landen und nicht in Verbrennungsanlagen. Darum haben wir den weiten Weg gemacht. Zu einem Gewaltmarsch heute Nacht mit 120 Schleppern. Und wir stehen heute hier,
Und niemand darf von uns behaupten, wir litten an einer Angstpsychose. Und niemand darf von uns behaupten, wir Lück und Anleger werden verkauft und werden gegen jede Industrie und Weiß eine Bonbonfabrik. Wir stehen heute hier, weil wir nicht mehr dumm und naiv genug sind, um zu glauben, dass Dinge in unserem Sinne laufen. Wie bequem wäre das auch für uns, sich in den Ofen zu verkriechen und die Politiker walten zu lassen. Wir können nicht mehr, weil wir zu viel wissen von dem, was die Politiker nicht eingestehen, weil sie uns nicht sagen wollen. Wir wehren uns mit aller Entschiedenheit dagegen, dass bei uns alles kaputt gemacht werden soll. Das hat nichts mit der so viel herbeigeredeten Gewalt zu tun. Das ist unser grundgesetzliches Recht, das ist unsere Pflicht. Ich will mal mit meinem noch unverkorksten Bauernverstand sagen, was ich unter Gewalt verstehe. Wenn man bei uns Hunderte von Polizisten ansetzt, um friedliche, nichtsahnende Kreisbürger zu verfolgen, zu bespitzeln und zu kontrollieren, dann ist das für mich Gewalt, wenn Bauern schon dreimal am Tag auf ihrem Weg zum Acker hin kontrolliert werden von Polizei. Dann ist das für mich Gewalt. Und wenn man gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung diese Sorgenanlage bei uns mit Tausenden von Polizisten durchdrücken will, dann ist das für mich der Gipfel der Gewalt. Für die Bauern des Kreises Lüchow-Dannenberg, die heute hier mit 150 Schlöppern und und 2000 Berufskollegen hier vertreten sind. Das sind mehr als 50% der Betriebsinhaber. Ich frage Sie, Herr Albrecht, wie viel müssen es noch sein, damit Sie zu Ihrem Wort kommen und Ihre Politik ändern? Wir sehen es als unsere moralische und sittliche Pflicht an, unseren Nachkommen eine intakte Umwelt zu hinterlassen. Dabei ist jede politische Diskussion unangebracht. Wir fordern Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, die nicht durch das Gewinnstreben der DWK ersetzt wird. Es dauert manchmal sehr lange, bis Bauern wach werden. Aber wenn sie wach werden, dann hat es in der Geschichte immer politische Veränderungen gegeben. Tausend verwesene Büffel auf der Prärie gesehen, von weißen Männern zurückgelassen, die sie von einem vorbeifahrenden Zug aus abknallten. Ich bin ein Wilder und verstehe es wirklich nicht, dass rauchende Eisenpferd wichtiger sein kann als der Büffel, den wir nur töten, um zu leben. Was ist der Mensch ohne die Tiere? Wenn alle die Tiere nicht mehr da wären, würde der Mensch an der großen seelischen Einsamkeit sterben. Denn alles, was den Tieren widerfährt, trifft auch die Menschen. Alle Dinge sind miteinander verbunden. Was immer der Erde zustößt, stößt auch den Söhnen der Erde zu. Macht weiter, euer Bett zu beschmutzen, und eines Nachts werdet ihr in eurem eigenen Müll ersticken.